Ich wechsle immer die falsche Seite aus Gewohnheit. So. Wow. Warum kommt da hinten schon wieder der Baumgeist mit? Den kann ich absolut nicht gebrauchen. Seinen Sprungangriff auch nicht. Wow, 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 wow. Flieg einfach irgendwo runter, tu mir den Gefallen. Oder stirb. Ja, manchmal droppen sie als Ketenleuchtfeuer. So, jetzt den Baumgeist ausschalten oder Waldgeist oder wie sie auch immer heißen. Den hier. Und sie hier noch ausschalten. Komm, flieg runter. Gut. Jetzt muss ich gucken, ob die Flamme noch an ist. Weil da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher. Und in der Zeit könnte ich wieder invasiert werden. Die Flamme muss nämlich an sein. Und ich könnte irgendwo runterfallen. Das ist auch nicht so schön. Nein, sie ist aus. Dachte ich es mir nämlich. So. So, und ohne Umschweife jetzt hier durch, bevor wieder so ein Witzbold kommt. Und jetzt müssen wir hier in den dunklen Nebel springen. Und haben den ersten Schlund erfolgreich abgeschlossen. Ihr seid im Eid tief ergeben und habt einen Rang erhalten. Young undead. The dark beset upon you runs deeper than I had imagined. Let us see just how much dark you can endure. You have seen dark that has existed from times long past. What once was a great void of darkness became but fragments. But slowly, the scattered fragments grew, absorbing all things. It is we who will be pilgrims to these sacred sites. So. The embrace of the dark is gentle. Let it absorb your sorrows forever. Mhm. The embrace. So. Kaufen wir mal die drei Menschenbilder, die er hat. So. Alles andere brauchen wir nicht. May the dark. Ja. Wir reisen nämlich jetzt erst einmal nach in die verlorene Festung zur Macduffs Werkstatt. Wir brauchen nämlich Pfeile. So 150 Stück dürften mal reichen. Eisenpfeil. Könnten wir eine ganze Menge kaufen, aber wie gesagt, 150 Stück dürften erstmal reichen. Oder ne, machen wir 200 raus.
Dum 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 dum. So. Dann gucke ich gerade mal, was wir überhaupt noch so an... Ach ja, das Ding hier, was ich bei unserem Sprung des Glaubens gefunden habe. Scheibenglocke. Eine seltene heilige Glocke unbekannter Herkunft. Kann als Schild eingesetzt werden. Diese Glocke, möglicherweise von einem Reisenden überbracht, verstärkt die Wirkung von Wundern leicht. Nutzt den schweren Angriff, um Wunder und Hexereien zu wirken. Jo, diese Glocke hätte ich gerne mal hier. Und hier hätte ich gerne meine andere Glocke zum Heilen wieder. So, jetzt wollte ich ja eigentlich nach Pfeilen gucken. Genau, wir haben magische Pfeile, wir haben ein paar Finsterpfeile, Giftpfeile und Blutungspfeile. Weißt du was, dann packen wir doch einfach mal hier die Blutungspfeile rein, bis wir die aufgebraucht haben. So, was haben wir so an Bolzen? Nicht viel, ein paar Holzbolzen, Eisenbolzen und Magiebolzen. Also ja, Bögen sind immer noch ein bisschen besser in Dark Souls. So, dann geht's nach Majula. Da können wir mal gucken, ob wir noch mal eine Stufe aufsteigen könnten. Können wir hier kurz gucken? Nee, hier. Jo, können wir sogar. So. Einmal in Anpassung für mehr Balance. Beweglichkeit und vor allem Giftresistenz. Und von hier aus geht es jetzt genau in die Black Gulch. Nämlich zur verborgenen Kammer. Und da wir hier schon mal sind, kann ich hier kurz durchracen. Ja, die höhere Giftresistenz zahlt sich schon ein bisschen aus. Hier lag übrigens nichts mehr großartig herum. Wow. Durchs Feuer laufen hingegen ist keine so gute Idee. So, Leuchtfeuer. Und kann mal kurz hier das erste Leuchtfeuer anditschen. Wobei, nee, da nehme ich Spannung weg. Ah, habe ich total vergessen. Lügner voraus. Die hier hingeschriebenen Zeichen werden aus weiter Ferne. Nachricht lesen. Versucht Fackel und dann sinnlos. Ja. Nee, nee. Ich will hier nicht die Spannung verderben. Fällt mir gerade so ein, weil bis wir zum ersten Leuchtfeuer gekommen sind, passiert noch was. Wenn, dann machen wir das hier ganz, das Ganze hier in einem Stück. Ich weiß jetzt wieder durch die Höhle des Rotten durch. Warum auch immer hier alles brennt. Der Rotten selber war ja gar kein Feuerboss eigentlich. So. Wow. Gepackt werden finde ich ungut. Rasten ist angesagt. So. So, hier muss ich runter. Und hier ist der nächste Schlund. Finally. Hast du was Neues zu sagen? Nein.
So, Menschenbild. So. Und rein in den Abyss. Das ist der nächste Schlund. Versucht Gift. Giftpfeile hätte ich auch. Ein paar. Genau, weil hier wuseln die Jungs rum. Die Jungs kann man eigentlich ganz leicht totlähmen. Genau, nämlich immer wenn man sie anschießt, rollen sie zurück. Schlimm hingegen ist, dass jetzt gerade die ganze Welle kommt. Wow. Genau, er ist vergiftet. Der andere... Wow. Die Taktik wäre eigentlich, ihn zu vergiften und dann wie wild rumzurennen, um zu gucken, dass wir den Xanthus-Typen loswerden. Das wäre eigentlich die beste Strategie. So. Ja. Ein Menschenbild. Und eintauchen. Dieser Schlund hier ist wirklich einfacher als der letzte. Also als der erste, den wir gemacht haben. Aber er ist immer noch schwieriger als der vorletzte. So. Oh ja, da ist Xanthus. So, der eine tickt am Gift kaputt. Hoffe ich mal. So, du fliegst runter. Du bist nicht ganz so schlimm. Vor allem, weil wir dich auch runterschubsen können. Du bist hier das Problem. Kind. Ja, hier haben wir gerade Action. Wow. Genau. Und das hier ist eine Priester-Version, keine Magier-Version. Wow. Nein, zum Leuchtfeuer will ich eigentlich nicht zurückkehren. Eigentlich möchte ich in Ruhe was trinken. Und irgendwas töten. Dass es mich nicht mehr so sehr nervt. Wow, der heilt sich hoch. ja. Genau dich, du bist nervig. Und leider rollt er nicht bei jedem Angriff zurück. Ja. Große Heilung. Nein, ist nicht durchgekommen. Ja, es war ärgerlich, dass der Heiler da den
Decken mit den zwei Keulen geheilt hat.